habe so viel Gesprächsstoff, ich sprudel förmlich wie ein Wasserfall. Das macht richtig Spaß, das Spiel zu spielen. 2, 1, 0. Perfekter Start, super. So, jetzt bin ich gespannt, ob das erste Rennen jetzt auch so leicht wird. Weil wenn es dann am Ende so ist, dass ich hier für das erste Rennen 100.000 Versuche brauche, dann werde ich mir nämlich sagen, nee, vergiss es, ich werde jetzt... Och man, jetzt habe ich das Ding nicht getroffen, scheiße. Wenn ich dafür so viele Versuche brauche, dann werde ich mir nämlich sagen, nee, ich beende dieses Rennen gegen diesen Sonny jetzt und starte das nachher nochmal. Und ich weiß, hier hätte ich gerade in die Abkürzung fahren können, aber ich bin der Meinung, dass es ohne Abkürzung besser funktioniert. Oh, beziehungsweise, dass man ohne die Abkürzung schneller ist, weil eben die Abkürzung auch ziemlich viel Zeit frisst. Okay, und ich glaube, das kann ich gleich gerade widerlegen, weil ich glaube, das geht in etwa gleich schnell. Aber es ist halt cooler, da durch die Gassen zu fahren, denke ich mal. Also ich habe früher immer die Abkürzung genommen. Auch die Abkürzung, die hier... Ey, Gott, komm, Kiste, gib mal Gas hier. Oder hier die Abkürzungen, die hier im Wald sind. Das sind ja keine Abkürzungen. Die sind, denke ich mal, fast genau gleich lang wie die Strecke außenrum auch. Nur eben halt mit dem Unterschied, dass es außenrum schneller geht. Und zwar viel schneller. Weil wenn man innenrum fährt, man sieht es hier an dem Sonny, dann ist man einfach langsamer, weil man auf Waldweg fährt. Das ist wie mit dem Fahrrad. Auf Ebene, auf Beton fährt man schneller als auf im Acker. Aber hier klappt es irgendwie gerade nicht so. Aber wir haben noch eine Runde. Das heißt, wir können uns noch gechillt Zeit lassen, um hier das Rennen fertig zu fahren. Und da fahre ich gleich mal direkt zu weit. Und dieses Mal nehme ich mal die Abkürzung und dann mal gucken, ob ich irgendwie, ob ich dann doch irgendwie die Erleuchtung kriege und sage, hey, das ist ja viel schneller, wie dumm bin ich eigentlich, warum habe ich die vorhin nicht genommen und bla und bums. Aber ich finde hier in der Abkürzung, da streife ich auch viel zu oft die Wände, als dass ich hier schneller sein könnte als außenrum. Weil wenn man die Wände streift, weiß man vielleicht, dann wird man langsamer. Erinnert auch so ein bisschen an Minecraft, wenn man irgendwie sprintet und gegen, beziehungsweise die Wand streift. Wenn man an der Wand entlang sprintet und man streift an die Wand nur ein kleines bisschen, dann hört er sofort auf zu sprinten. Das ist in Minecraft so. Das ist, finde ich, total blöd, aber gut. Man kann nichts machen. Ist er schließlich Notch, der den Kack... Ungläubiger! Nee, ist er schließlich Notch, der das geile Spiel programmiert. Aber was ich zum Minecraft 1.2.3 Update zu sagen hätte, beziehungsweise allgemein 1.2, ist, dass die Performance viel, viel schlechter ist auf meinem Rechner. Dank Optifine geht die Performance und jawohl, wir haben es geschafft. Dank Optifine geht die Performance, aber ansonsten, gerade im Dschungelbiom, ist die Performance unglaublich schlecht, finde ich. Also, das ist echt scheiße. Glückwunsch, du kannst jetzt aus zwei so ein Blablabla. In einem ist der Fahrzeugschein. Oh Gott. Oh ja, und das weiß ich noch. Oh Gott, oh Gott. Kriegen wir einen Fahrzeugschein oder kriegen wir nicht? Ene, Mene, Mager, Moos, fang den Seemann auf dem Floß. Wenn er rumschreit, lass ihn los. Meine Mutter sagt, will immer den Besten aus und du bist raus. Ja, Mann! Haha, geil! Und wisst ihr, was ich jetzt machen werde oder nachher gleich? Ich schreibe mir von jedem einzelnen Blacklist-Gegner auf, wo die Fahrzeugscheine waren. Weil, wenn ich hier von jedem Blacklist-Gegner den Fahrzeugschein kriege und dreimal hintereinander den Fahrzeugschein bekommen habe, dann geht die Reihenfolge genau wieder von vorne los. Das ist mir früher auch schon aufgefallen. Und hier können wir einzigartige Teile-Upgrades kriegen. Hier Leistung, hier Teile, so zum Beispiel Karosserie-Kits, Dachspoiler und so weiter. Und Optik-Upgrades. Ich glaube, ich nehme Leistung. Also ich jetzt Gutschein für das Tuning-Shop-Hinterzimmer für ein über ein einzigartiges Bremsen-Upgrade für einen deiner Wagen. Gut, das heißt, das werde ich erst am Ende, wenn ich... beziehungsweise, nein, Moment, was sollte ich denn? Nein. Nein, früher habe ich das Spiel immer gespielt und habe es auch online gespielt, deswegen wollte ich immer den Wagen, den ich ganz am Ende am meisten gefahren habe und am schnellsten ist, den dann komplett auftunen mit den ganzen Teilen, aber das ist ja egal. Jetzt erstmal Taz oder Taz oder wie der heißt. Nee, Taz. Blacklist 14 Vince Killick Taz. Wagen Lexus IS300, den hätten wir am Anfang kaufen sollen, aber dem seiner ist natürlich besser als der Standardwagen, weil der ihn da aufgemotzt hat, natürlich. Stärke Sprintrennen finde ich gut, weil ich stehe auch eher auf Sprintrennen. Lebenslauf, dieser Spinner zieht die Bullen magisch an. Die Blacklist nennt ihn nur Taz. Er hasst die Cops und die Cops hassen ihn. Halt dich besser von ihm fern. Er treibt sich auf den Straßen von Rosewood herum und sucht nach Anfängern. Ja, ich soll ihn in einem Rennen besiegen, aber von ihm fernhalten. Das will ich loben. Und ein Blacklist-Video. So, wieder so ein episches Hell. Come on.
Die Nummer 15 war jetzt noch ganz chillig. Die wird, denke ich, noch leichter. Aber man wird dann sehen. Man muss sagen, die Autos von dem Blacklist-Fahrer, die haben auch besondere... Vielleicht besondere Aufbepperle drauf. Besondere Bepperle drauf. Also besondere, ich glaube, die heißen Vinyls auch im echten Leben. Drauf und hier ja Rockbla. Ja, der Heu. Wir haben, nein, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Textnachricht stellt Bedingungen. Ist mir wurscht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Unterschlupf. So. Dann gehen wir mal auf Wagenauswahl, wählen diesen hier aus und werden aber hier diesen verkaufen. Möchtest du diesen Wagen gegen $13.500 eintauschen? Der Wagen wird endgültig aus deiner Liste entfernt. Ja, möchte ich allerdings. So. Wir haben den Golf. Nein, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Wir haben wieder Blacklist-Aufgaben. Wir haben Meilensteine. Zum Beispiel zwei Blitzer, einen 145 km/h, den mache ich jetzt. Aber ich glaube, die Kiste hat auch kein Nitro, die hier. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Nitro aufrüsten. Also ich muss sagen, aber die Kiste, die sieht auch echt scharf aus. Also die sieht richtig, richtig gut aus. 145 km/h schaffe ich locker. Hoffe ich. Ah ja, komm. Ajo, was? Schaffen wir. Da war ich früher auch immer zu blöd für, aber ja, im Alter, wenn man mal älter wird, ja, ich werde langsam alt, ich merke es. Nein, also wenn man so langsam so älter wird, wenn man jugendlich ist, Teenager, also was heißt Teenager, kann man so nicht sagen, wenn man auf jeden Fall älter als 15 ist, wenn man so in meinem Alter ist, 16, 17, 18, dann merkt man erstmal, warum solche Spiele erst ab einem bestimmten Alter freigegeben sind. Liegt ganz einfach am Schwierigkeitsgrad so mancher Spiele und dass sich so klein, manche, gleich, geht's weiter. Dich im Auge. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Gefällt mir, dass er sich jetzt unsicher fühlt. Hau rein, ich melde mich später. Was wollte ich jetzt schon wieder sagen? Ach ja, nicht verallgemeinern, ich meine nur manche. Mich natürlich eingeschlossen, ich konnte mich früher nicht beherrschen. Ich habe so viele Controller und alles geschrottet und weggeschmissen. Das war unglaublich. Ah ja, Mautstellen können wir machen. Das Tutorial lasse ich jetzt sogar mal laufen. Damit ich mir hier nicht mundfusselig schwätze. Mit dem Mautstellenrennen beweisen wir, wie schnell wir sind. Denn nicht jedem in der Blacklist kann man trauen. Zieh einfach auf der einen Seite ein Ticket und rase bis zur anderen. Du hast nur eine bestimmte Zeit, um von einer Mautstelle zur nächsten zu kommen. Also behalte die Uhr im Auge. Ich finde auch die Musik in Need for Speed, muss man sagen, ist richtig, richtig nice. Also die ist top. Die ist top. 2-1-0. Nein, Nitro habe ich leider nicht. Hand of Blood, Bullet for my Valentine. Die sind geil. Und hier bei dieser komischen Doppelfahrt, hier muss man sagen, das ist mein spezieller Geheimtrick. Immer erst links reinfahren und dann hier in der Mitte auf die rechte Strecke tauschen. Denn immer die linke und die rechte Strecke ist, beziehungsweise immer die linke Strecke ist kürzer. Das heißt, wenn man von der Seite hier reinfährt, muss man auch hier links reinfahren. Weil wenn man hier mal guckt, links rein ist kürzer. Und dann in der Mitte nach rechts tauschen ist auch kürzer. Also quasi diagonal. Im X quasi. Wenn ihr versteht, was ich meine. Kann auch sein, dass ihr es nicht versteht. Das wäre natürlich scheiße, weil ich gebe mir hier echt Mühe. Nee. Also, ja. Was ich vorhin noch sagen wollte, von wegen Kinderrasten aus, ist natürlich nicht bei allen Kindern. Es gibt auch viele, die können dich beherrschen. Keine Frage. Bitte jetzt nicht wieder schreiben, du sagst was gegen Kinder, du bist doof, Diabo. Überhaupt nicht persönlich oder böse gemeint. Bitte nicht falsch verstehen, auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich bin auch sehr ausgerastet. Ich war sehr emotional, was solche Spiele anbelangte. Deswegen durfte ich die auch nur eine Stunde am Tag spielen. Fand ich damals natürlich blöd, heute berechtigt. Weil, wenn man sich heute mal anguckt, wie so kleine Kinder manchmal abgehen. Oder was so kleine Kinder... Bitte nicht falsch verstehen, gell? Also, es soll nichts gegen dich sein. Ich mag dich, du bist cool. Aber gegen alle anderen kleinen Kinder. Aber auf keinen Fall du. Du bist cool. Nee, auf jeden Fall. Es ist unglaublich, wenn man in GTA 4, nehmen wir mal an,
in den Sprachchat mal schreibt so oder sagt so Hi oder Servus, dann kriegt man gleich auf der 15 Hi, 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 Hi zurück. Also von ich will nicht kleine Kinder sagen, es klingt blöd, von Yo, hier ist Rock. Jüngeren, so. Wenn du Teile brauchst oder einen neuen Wagen willst. Anruf. Die wissen, dass du ein Freund von mir bist. Geht also alles klar. Check mal deine Karte. Ich denke mal, ich werde mal weniger allgemein über Kiddies labern. Ich glaube, damit mache ich mir keine Freunde. Und ich glaube, es ist einfach so, wie es ist. Es hat sich halt entwickelt. Jüngere als ich spielen halt immer, also immer Jüngere spielen immer brutalere Spiele, es ist einfach so. Ist mir aber eigentlich auch wurscht, also meine Kinder werde ich auf keinen Fall solche Spiele spielen lassen. Zumindest nicht, bevor sie mindestens 14 sind. Weil ich finde, man sollte schon mindestens 14 sein, um solche Spiele zu spielen. Aber wie gesagt, ich kenne einen, der heißt, wie heißt Corsil, mit C-O-O-R-S-I-L, macht bei YouTube hier auch Let's Plays. Ich finde, er macht das auch gar nicht schlecht. Es ist unglaublich, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Der Junge ist 13 und hat eine Stimme wie 16 oder so. Es ist der Wahnsinn. Das heißt, es muss nicht mal sein, dass die Leute, mit denen ich spiele, dass sie gleich alt sind wie ich. Es kann auch sein, dass ich die ganze Zeit mit vor allem Kiddies spiele und die halt nur tiefe Stimmen haben. Das ist einfach so. Es gibt auch manche Kinder, die haben tiefe Stimmen und sind extrem groß. So 13-Jährige, die wie 18-Jährige aussehen. Sowas gibt's. Das nennt sich dann Hagrid. Nein, natürlich nicht. Nee, aber es ist halt, wie es ist. Und ich kann da jetzt mit meinem kleinen, unwichtigen, unbedeutenden Video wohl nichts ausrichten. Also kann es mir im Prinzip gestohlen bleiben. Und ich guck mal, hat er 6 Gänge? Ja, hat er. Also, es ist halt, wie es ist. Ich kann nichts ändern. Halt, stopp. Alles bleibt so, wie es ist. Da ist es schon wieder. Wow! Glück gehabt. Ich habe immer so ein bisschen eine Zunge in der Nase, also bitte entschuldigt, wenn ich mal kurz nichts sag oder mal kurz. Oh Gott! Schwer atmen oder sowas. Oder wenn ich mal kurz irgendwie so was Ekliges mache. Dann werde ich mein Mikro sowieso muten. Das ist sowieso keine Frage, aber falls es mal unkontrolliert kommt oder so dass ich es nicht rechtzeitig verhindern kann, dann bitte ich das zu entschuldigen. Die Musik ist geil, Mann. Die puncht richtig so auf, so. So mit dem Kopf mitnicken. Ich hätte total Bock mitzusingen. Das habe ich auch früher sehr oft und sehr viel gemacht. Aber nicht jetzt. Nicht im Video. Ich will ja nicht meine Abonnenten vergrauen. Das wäre ja irgendwie blöd und dumm und bla und bums. Scheiße. Fuck. Scheißdreck. Falls euch eure Mutter fragt, wo ihr das Wort Fuck gelernt habt. Oder Scheiße, oder Bums, oder Penis. Oder Penis, oder sowas. Dann sagt, nicht von Toko LP, sondern, oh Gott, ich bin Letzter. Och nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Och nein. Och, ach, hey. Willst du mich verarschen, oder was? Ach du Scheiße, immer Erster und jetzt kurz vor Ende Letzter. Genau so sieht es aus. Oh Mann, das ist ja wieder typisch Need for Speed. Das war auch früher schon immer so, immer. Es war echt sehr, sehr oft so. Und dann hat man hier, ich habe keine Ahnung, wie lange sind wir das Rennen jetzt gefahren? 2-3 Minuten. Also auf jeden Fall gefühlte 20 Minuten. Und, ach, mach dich da weg. Und, wie heißt, ich war immer Erster, das ganze Rennen über. Und dann kurz vor Schluss haben mich natürlich nochmal alle schön überholt und haben mich gedemütigt und bloßgestellt. Und das passiert jetzt auch, nur dass es öffentlich ist und ich es aufnehme. Und so blöd bin, es wahrscheinlich auch noch hochzuladen. Es sei denn natürlich, ich würde das ganze LP nochmal von vorne anfangen, weil ich meinen Start scheiße fand. Aber das wird nicht passieren, weil ich meinen Start eigentlich recht gut fand. Ich habe gesprudelt, quasi wie ein Wasserfall. Und von daher sehe ich keinen Grund, nochmal neu anzufangen. Es läuft voll sauber. Und da hängt mir gerade voll einer am Arsch. Hau bloß ab, du Schwuchtel. Wow! Ah, da fällt mir auch gerade ein, ich wollte eigentlich dieses Wochenende auch nochmal Red Dead Redemption suchen für Xbox oder aber Skyrim für PC. Und Battlefield wollte ich aufnehmen und, ach man, und GTA 4. Und ich glaube, mein Wochenende wird wieder vollgestopft sein mit Zocken. Naja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist... Die Jugend von heute wird
als drei, es gibt drei Jugenden quasi. Also die einen sagen, ja, die heutige Jugend ist die Porno-Jugend. Manche sagen, die heutige Jugend ist die Suchti- und die Zock-Jugend, die vergammeln alle in ihren Zimmern, bla. Stimmt nicht, nur ein Teil davon. Und